Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge von MudRunner. Zusammen mit Pascal, im Multiplayer natürlich. Hallo. Hallo. So, ihr seht schon, hier ist irgendwas passiert. Ja, komisch. Spielstand. Ich stecke hier auf der Leitplanke fest. Ich wurde befreit. Nee. Nein. Bin beide versuchen zu erklären und sich einfach nur gegenseitig ins Wort regen. Geil! Ja, wir haben das Ganze, was wir in der letzten Folge gemacht, sozusagen in 14 Minuten wiederholt. 15 Minuten. Ja, wenn man weiß, getilgt. Wenn man nicht planen muss und so weiter, da kann man sich viel ersparen, das sage ich euch. Irgendwie hat Tobi den Spielstand versemmelt. Ich habe das nicht im Solo-Player oder so gestartet, daran könnte es auch nicht liegen, nein. Madonna ist schuld, natürlich. Ach, keine Ahnung. Ja. Ich habe jetzt gerade eingefallen, ich sollte vielleicht auch nochmal Sprit tanken. Obwohl, es geht. An der Werkstatt wird auch nochmal aufgefüllt. Ja, ich habe noch 155. Wir haben eine etwas veränderte Situation, da die Ressourcensammelstellen sind halt anders als das letzte Mal. Ja, ich habe links Truck übrigens kaputt. Bei den links unten, bei den drei unten links habe ich bei dem oberen Langholz und auf der Insel ganz rechts habe ich viermal Kurzholz und auf der da drüber drei mittellange Stämme da im Westen. Mhm. Das heißt, da können wir sogar auch nochmal Kurzholz aufladen, wenn wir da nochmal hinfahren wollen. Ja. Also bei mir ansonsten ist es bei so, mir auch alles leer. Ich habe nur die drei Sammelstellen hier im Südwesten. Nur die drei habe ich überhaupt Holz und habe ich jeweils vier Kurzholz. Ansonsten besitze ich keinerlei Holzressourcen. Warum kann es nicht einfach mal auf dem Hügel da im Wald direkt so mitten in der Mitte dort sein? Es wäre so einfach, da einfach zum Sägewerk rüberzufahren. Es wäre zu einfach, Tobi. Ja. So, und der Plan aus der letzten Folge war ja, dass wir jetzt erstmal gemeinsam zu der Werkstatt fahren. Werkstatt frei. Dann rüsten wir uns aus. Du auf mittellang war es jetzt? Genau. Genau, nee, du, ich brauchst mittellang. Kran. Du brauchst mittellang. Nee, stimmt, du brauchst Kran, weil jetzt müssen wir von deinem Holz, weil du hast jetzt deine Holzstation dort, nämlich. Das ist, du machst einen Kran und ich rüste mich auf mittellang um, sodass du dann mit dem Kran das ganze Zeug auf mich drauf manövrierst, die Holzstämme. Soweit denn der Plan. Keine, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Richtig, weil es gibt nämlich keine Holzstation, sondern da sind, ist halt so ein Dingens und da liegen da die mittleren Holzstämme drauf und die musst du wieder eben dann mir hinten drauf werfen. Ja, gucken wir uns das mal an. Ich würde sagen, wir fahren das mal los. Ja, du fährst, du hast die Route. Ich fahre dir nur hinterher. Die Route ist nicht so, dass ich das erste Mal fahren würde. Also. Ja, Handbremse lösen. Ich habe gerade gewundert, warum der Truck so schwerfällig losfahren wollte, aber die Handbremse war noch an, weil ich den Motor zu schnell nicht ausgemacht hatte und ich keinen Sprit verbrennen wollte, während ich auf Tobi noch gewartet habe. Was fährst du so langsam hier? Ich habe gerade noch was gemacht. Ich habe so ein bisschen leise. Was ist denn da aufgefahren? Kabine. Warum fährst du mir erst auf? Das ist fast die Frage. Nee, Innenperspektive ist immer noch mal ein ganzes Stück lauter als die Außenperspektive. Und wenn ich in der Innenperspektive fahren will, dann stelle ich das halt noch mal ein bisschen. Innenperspektive ist lauter als außen? Was ist denn da falsch gelaufen? Wir müssen ja Motor andersrum sein, wenn du nicht. Ja, aber innen, du hast doch eigentlich da. Die sind nicht schallisoliert. Dämmung und so. Ah, schade. Die schönen alten Russen-Trucks sind nicht schallisoliert. Unglaublich. Zumindest habe ich nicht den Eindruck. Gibt es auch Vollgas? Ich habe nicht Vollgas gegeben, ich habe nur halbe. Dann gib mal Vollgas. Ja, ja. Vorankommen. Kannst du vielleicht vorfahren? Na, ich versuche dich zu überholen. Damit du mich ziehen kannst. Ja, warte mal. Ich bin an dir vorbei. Aua! Schreien! Hat weh. Junge, wir fahren keinen km/h. Wie kannst du dich hier an einem Stein kaputt machen? Ich bin gegen den Stein gefahren, 14 Schaden. Okay, jetzt brauche ich auch nochmal ein K700. Ja, für mich ist da ein B66. Da unten K700 steht da zumindest. Oder heißt es K700? Ja, das ist meiner. K700 ist für dich und B66 ist für mich. Was hast du da freigeschaltet? Ich sehe es nämlich nicht. Der Radlader. Nicht. Okay, aber steckt in meinem Fahrzeug drin irgendwie, deswegen sehe ich es nicht richtig. Ah, da, der Radlader. Und ich habe irgend so einen Holztransporter oder irgendwie so ist das. Warte mal. Okay, was habe ich noch? Ah, einer mit Reparatur. Ja, das ist unser Rettungsfahrzeug dann. Können wir das nicht dranhängen? Truck wechseln? Ja, das können wir dranhängen. Ah ne, warte mal, der hat hier hinten irgendwie.
Ach, der Treibstofffässer hier hinten aufgeladen. Also der hat Treibstoff drin. Ah, okay. Das heißt, ich habe hier noch ein großes Ersatzrad. Das heißt, wir können mit dem tanken, Tobi. Also belade dich einfach mit hier, dem. Hier, ich habe mein Rettungsfahrzeug wieder. Oder? Aus Folge so und so. Ah nee, ich habe eine Werkstatt. Ich kann und Kraftstoff habe ich auch dabei. Ja, Multifunktionsdingsbums. Ja. Und Ersatzrad habe ich auch noch mit dabei. Auf dem Ding hier. Gut, also brauchst du was, Tobi? Ein Tank? Du kannst gerne auftanken, aber solange ich halt unter so und so viel habe, bringt das halt wenig, weil das da eh auf der Werkstatt aufgefüllt wird. Ja gut, stimmt. Okay. Stück vorne, oder? War das nicht? Ja genau, das ist noch ein Stück weiter. Handbremse lösen. So, du fährst vor. So, und dann mach deine Winde dran an mich. Nee, mach du mal deine an mich, weil ich hab den anderen hier hinten dran gehangen. Ich nehme den nämlich mit. Kann man? Nein! Man kann nur eine Winde haben. Oh. Ja, man kann nur eine Winde haben, das ist richtig. Okay. Das hat man auch schon mal rausgefunden. So, hier sieht noch eine Werkstatt aus, würde ich sagen, oder? Ja, sieht noch eine Werkstatt aus. Würde ich auch sagen. Das heißt, wir rüsten uns hier aus einmal. Und dann gibt's das große Holzfiasko. Das ist lustig, ja. Du am Kran. In das Zeug draufladen. Bin es gelöst. Bitte fahren Sie weiter! Oh. Du kannst die Werkstatt eh noch nicht nutzen ohne meinen Anhänger. Ja, stand auch gerade da. So. Aber kann ich sie benutzen? Sehr gut. So. Mittellang, sagtest du, mittellang. So was brauche ich jetzt hier. Kurzer Holzanhänger, Sattelkupplung, Ersatzrad. Du brauchst Wagen mit Kran. Wagen mit Kran? Ernsthaft? Gibt nicht so einen Kran? Lol. Ah, guck mal, da kann ich dir selber aufladen hier. Aber nur Kurzholz oder wie? Ha. Das kann interessant werden. Diesen Offlieger für Mittelholz habe ich nicht mal dabei. Was? Den habe ich nicht zur Auswahl. Also dieses, weißt du, dieses Ding mit Mittlerer Holzanhänger? Ich habe nur den mittellangen Holzanhänger. Ja, mittlerer Holzanhänger. Ja, aber es gibt auch noch das Ding, was du oben drauf setzen kannst. Oder hinten noch so ein Ding hinten dran baumeln hast und wo du dann das Mittelholz ziehst. Also was wir den gelben Trucks da dran haben. Das kann ich aber nicht ausrüsten. Ich kann nur so einen mittellangen Holzanhänger hinten dran hängen. Also ein ganzer Anhänger. Dann gibt's auf dem Map einfach nicht zur Auswahl. Wahrscheinlich musst du einfach diese Fahrzeuge benutzen, wenn du das so nutzen willst. Und dann kannst du die mal einfach Anhänger hinter mir her. Oder warte mal, es kann auch sein, dass du es nur einmal pro Spieler benutzen kannst. Das heißt, du musst das von den anderen Trucks abbauen und dann kannst du es an deinen Truck dran bauen. Das könnte auch sein. Also würde ich mal vermuten. Ich würde es eher bezweifeln. Let's go. Ach, warte, Boote setzen. Ja, auch wird schon wieder dunkel. Bäh. Oh, das ist ein Drehschemel-Anhänger außerdem noch. Okay, also ich darf nicht rangieren. Sonst bin ich nämlich am A. Gut, es wird auch interessant mit dem Kran, weil ich habe keine Ahnung, wie man ihn steuert. Das werden wir herausfinden. War nicht so schnell weg. Boah, Junge, das ist halt Widerstand, dieses Lenkrad. Aua, aua. Steine. Ja, fahr mal zu. Gerade hast du dich nur beschwert, dass ich wegfahre. Ja, jetzt bist du aber zu nah mit. Kannst du mir aber auch nicht recht machen, ne? Nee. Nicht wirklich. Bei hoher Anforderungen darfst du nicht zu schnell sein wie jetzt, aber auch nicht zu langsam.
wie vorhin. Vierter Gang, fünfter Gang. Ja, das merke ich. Du ziehst gerade ganz schön weg. Erster Gang. Na, jetzt nicht mehr. Zweiter. Jetzt komme ich auf dich zu. Vierter Gang. Eher biegen, eher biegen, eher biegen. Hier abbiegen. Eher abbiegen als ich. Hä? Eher abbiegen als ich. Oh, gleich erstmal das halbe Holz runtergehauen. Ja. Die haben sich ja Ideen hier. Es steht ja ein bisschen weit weg von dem Ding, würde ich behaupten wollen, oder? Hm? Soll ich nochmal drehen? Weil ich stehe ein bisschen weit weg von dem Ding jetzt. Ich habe keine Ahnung, weil ich gerade mit mir selber beschäftigt bin. Ja, du stehst ziemlich weit weg, ich sag nur. Kann ich hier drehen? Ja, ich glaube schon. Stützen forcieren? Na, hier sind sehr viele Bäume gefällt, deswegen. Ja, ich nehme den gerade ein bisschen mit. Reiß das Holz nicht runter. Ja, ich nehme den gerade noch ein bisschen mit. Ich merke schon. Warte, ich wende kurz. Bin gleich wieder da. So, wie muss ich jetzt hier hoch? Hier muss ich hoch. Ja. Möglichst nah hier dran. An dem Ding. Ist aber auch schwer, vielleicht mit sich mit Anhänger hier hoch zu. Okay, mit A und D muss einfach rotieren. Und mit so, jetzt nah genug. B ist hoch und runter fahren. Aber sobald ich die Maus wegmachen will und die Kamera drehen, geht er aus dem Modus raus. Cool. Ja, okay. Das heißt, besser als diese Ansicht nicht. Ich schau mal zu, wie du das machst. Mit dem Holz. Jo, du sollst nicht weiter weg, du sollst hoch. Ah, E und Q. Oh, ich muss jetzt schon lachen. Das sei leise einfach. Aktuelles Fahrzeug kann die Ladung nicht tragen? Really? Zu leicht? Aber wie soll das sonst gehen? Okay, ich glaube, wir müssen das wirklich jeder für sich machen. Hä? Aber du musst doch trotzdem deine eigene Ladung tragen können. Das ist ja dein Holz. Ja, es ist mein Holz, aber ich habe ja nur einen Kurzanhänger hier. Kurzholzanhänger. Beziehungsweise Kurzholzauflieger. Weißt du, was ich meine? Das brauchst du noch einen mittleren Holzanhänger, auf den du das hinten drauf machst. Ja. Selber. Okay. Wieder was gelernt. Nett. Das heißt, jeder muss doch für sich selber arbeiten. Ja. Das heißt, immer doppelten Kranspaß auf einmal. So, ich habe jetzt hier irgendwie. Und vergiss nicht, die drehen. Stützen auszubauen. So, ich. Ja, aber denk dran, Kranplätze müssen verdichtet werden, ne? Weiß ich? Also. Denk dran, Kranplätze müssen verdichtet sein. Ich wollte dich erinnern, dass die Stützen ausfahren mussten. Naja, ich weiß schon. Hat's ja gerade erzählt. Und meine Antwort darauf war nur, dass du dann denken sollst, dass die Kranplätze auch verdichtet sind. Das machst du hier festgehangen. Nee, bleib doch nicht hängen, Alter, das ist Loop dort, wo du hängst. Zur Werkstatt, einfach den Weg wieder zurück, okay. Gut, dann fahre ich jetzt nämlich rüber, weil mit dem Equipment kann ich ja anscheinend Kurzholz nehmen. Ja. Fahre ich rüber zu dieser Insel, weil da ist bei mir Kurzholz. Richtig. Und die drei Dinger, die ich habe, die sind ja alle drei Kurzholz. Das heißt, ich nehme da eh so oder so Kurzholz auf. Ich glaube, wir sollten es so machen, dass immer nur einer gleichzeitig gerade mit dem Kran arbeitet. Weil ich glaube, beide Perspektive gleichzeitig einblenden, wie da mit dem Kran rumgebastelt wird, das wird, glaube ich, nichts. Ja.
bei der Kranperspektive kannst du ja auch nicht einkürzen. Die ganze rechte oder linke Seite kannst du wegschneiden. Jetzt immer, wenn Kranperspektive ist, kannst du so. Wissen Sie sich noch um. Als ich eh schon hier so mache, also Matran zu schneiden, das ist schon immer ein bisschen aufwendig. Weil ich jedes Mal da. Ihr habt ja meine Sicht da oben in klein. Und ich muss ja jedes Mal rauszoomen, wieder reinzoomen, wieder rauszoomen, wieder reinzoomen. Dann zwischen den Audiospuren muss ich auch wechseln. Du tust mir wahnsinnig leid. Ja. Das ist schon immer ein bisschen mehr Aufwand, das zu schneiden. Als irgendwelche anderen Sachen. Guck mal, das Wasser ist ja übel flach hier. Dein Witz. Aber tut bei dem Kran-Dingens gab es den Kurzholz-Auflieger gratis dazu, ne? Der ist mit dabei, ja. Sehr gut, das heißt, ich mach dann... Oh, okay, hier ist es sogar relativ tief. Tief. Montieren, dann kann ich da auch Kurzholz drauf schmeißen. Sehr gut. So, hier den Weg einmal weiter. Die Straße zurück. Oh, okay. Kurzholz sind ein paar mehr Stämme. Ja, das sind 4. Glaube. Ja. Und die stehen senkrecht übereinander. Ach, okay, jetzt sind sie runtergefallen. Das sah gerade sehr, sehr interessant aus. So, da muss ich hin. Na dann, auf geht's. So, ich stelle mich mal lieber. Dann dir viel Spaß beim Holz sammeln, aufsammeln. Ne? So, ich bin jetzt da. Ich mache mich auf den Weg. Bau. 6. 7. Und dann mache ich die falsche Taste. Hier so, Kran. So. So. Noch 4 weitere Stämme platzieren. Bin ich dumm? Was gibt's jetzt schon wieder für Komplikationen? Ich weiß nicht. Also er sagt mir hier noch 4 weitere Stämme platzieren. Und da sind so Pfeile auf meine Ladefläche. Ja, ich glaube, dann sollst du auf der Ladefläche noch 4 weitere Stämme platzieren. Danke. Hilf gern weiter. So, aber wie kann ich den jetzt in diesen Kran nehmen? Das ist die Frage. Also, Kran Dings drauf und zupacken geht nicht. Doch. Nee. Vielleicht geht's doch, aber du musst es schon exakt und perfekt machen. Ja, ich merke schon. Sonst fallen wieder runter. Das ist wie auf dem Jahrmarkt diese Greifdinger, wo du so ein Plüschtier greifen kannst, weißt du? Aha. Wo du 1 Euro reinwirfst und schon direkt von Anfang an weißt, du wirst kein Kuscheltier erwischen. Und wenn, wird's rausfallen kurz vorher. Okay, dann stelle ich mich jetzt mal davor, dass das Kran-Ding dann auch so ausgerichtet ist. Bisher habe ich zumindest keine Möglichkeit gefunden, das Greifteil zu drehen. Gibt's bestimmt auch. Wenn ihr es wisst, schreibt bitte in die Kommentare. Ich sag mal. Darf ich die Tastenbelegung mal durchsuchen? Naja, normalerweise müsste es ja auch mit dastehen. So, Stützen. So, ich müsste jetzt auch gleich da sein. Ich bin gerade wieder den Feldweg hier eingebogen. An meinem Beobachtungspunkt. Okay. Warte. Warte. Und? Ja. R und Leertaste. Das sind die Tasten dafür. R und Leertaste? Ja. Ding. Frag mich nicht warum, aber ich bin gerade wieder rausgeflogen. Cool. Aber mit R und Leertaste soll man das Ding drehen, oder wie? Damit kannst du den halt dieses Greifding drehen, ja. Mit
R und Leertaste, die Tasten haben miteinander zu tun. Das ist korrekt, aber ich glaube, ich habe gerade alle Stimmen auf einmal genommen. Glückwunsch. Alter, Sache, hier sind 4 Holzstämme bei mir. Oh Junge, bitte lass den nicht fallen, der wackelt schon so. Der wackelt schon so. Ist sowas wie Ladungssicherung? Naja, ich weiß nicht. So, dann einmal einpacken, würde ich behaupten wollen. So, möglichst nah parken, dass wenn sie mir runterfallen, dass sie doch direkt in den Holzwagen reinfallen und nicht auf den Boden. Ja! Aua! Hä? Gelandet! Ich hab den ersten! Ach, das alle! Ja, ich, beim Hochgehen hatte ich dann nur noch einen, dann aber ja. Aber hey, ich hab den ersten. Stützen ausrichten, ne? Was ist mit Stützen? Stützen ausrichten ist runterfahren und forcieren ist ausfahren. Also. Ah, okay. Gut. So, dann drei auf einmal, jawohl. Dann warte, Kran. Ich muss noch ein Bild machen. Leertaste Greifarm drehen, Tobi. Leertaste und R. Steht auch euer extra im Menü da. Ja, ich weiß. Das habe ich eigentlich auch gerade erst gesehen. Okay. Ich kann doch nicht drehen, die Perspektive. Nein, oder? Ich habe den Krangreifer aufgemacht, weil ich dachte, das wäre. Ich war gerade nur noch scheiße. So, warte. Kran. Das, nein! Och Mann, so. Jetzt habe ich 3 Baumstämme fallen lassen. Okay, sie liegen noch neben mir. Okay, griffen. Dann hoch. Dann drehen. Und dann mit Q runter. Okay, dass das nicht geht, das ist klar. So, wir machen Krangreifer schließen, ist 5. Ja. Das habe ich gerade aus Versehen gedrückt. Aber Kransteuerung, die geht. Ja, sie ist trotzdem wirklich gewöhnungsbedürftig. So? Ey, wie schwanken die da? Aber ich habe 2 auf einmal gegriffen jetzt beim ersten Mal. Freut mich. So. Drück niemals linke Maustaste. Warum? Weil du dann aus dem Modus rausgehst. Verstehen tut's gehen. Ah, cool. Hat nicht geklappt. Okay. Fallen gelassen. Sehr gut. So. Da liegen jetzt ein bisschen kreuzkrumm und quer da bei mir auf der Ladefläche drauf. Ja, sie halten. Egal. Gut, und sind auch gerade gleichzeitig. Und wenn du aufladen, die, aber egal. Du, wenn du die Baumstämme aufgenommen hast, wenn du alle 4 hast, dann kannst du auch bei einem auf diesen grünen Punkt klicken und dann wird das sozusagen in die Ladung umgewandelt. Dann hast du den ganzen Anhänger voll mit Stämmen, aber ja. So ungefähr. So, ich mache mich auf den Rückweg. Also so wird das halt auch sein, wenn du halt dir die Stämme ausgibst mit dem im normalen Modus. Sozusagen, wenn das haben wir einfach nur vermieden, immer, weil kein Bock. Kran und ist das wirklich eine gute Idee? Na gut, aber ja, jetzt mal gezwungen. Wie wir also hier weitermachen. Aber ansonsten sehen wir das in der nächsten Folge weiter. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und ich bin erfreut, dass wir hier die erste Ladung haben. Trotz paar Schaden. Ja, ich auch. Na gut. Tschüss. Tschüss.